Shanghai Surprise. Das ist ein super Name für ein Lokal. Da denkt niemand, das sei eine Reinigung oder eine Tankstelle. Si pronto. Ah, Patrone, sie schon wieder. Noch eine Lieferung? In 10 Minuten. Wie soll ich das denn schaffen? Ich bin mit deiner Lieferung noch nicht mal durch. Seit wann gehört eigentlich auch eine Margarita Rosin? Nein, natürlich will ich Ihnen nicht vorschreiben, wie Sie Ihr Geschäft zu führen haben. Nein, auch die Zutaten unserer Pizzas geben Ihnen nichts an. Nein, es wird nichts kalt. Notfalls setze ich mich drauf, okay? Ja. Ciao, Patrone. Scheiß Italiener. Wurscht die Concordi. Schön selber fressen. Ich wünsche mir Glück, Lilly. Hände hoch! Ich bin bewaffnet! Geben Sie mir das Geld, oder Sie sind ein toter Mann! Danke! Los, her mit der Kohle, oder ich drück ab in die Tasche damit! Schnell! Und keine Tricks! Schwarze Mann. Und jetzt stell dich weg. Hey, das ist meine Bank. Such dir deine Kohle woanders. Da drin gibt's sowieso nur noch Biere. Aber ich... Hau ab, du Arsch. Ihr habt Schwierigkeiten genug. Hände hoch. Ich bin bewaffnet. Geben Sie mir das Geld, oder Sie sind ein toter Mann. Hey, das wurde aber verdammt nochmal Zeit, dass du hier auftauchst. Ich dachte schon, ich muss das Ding allein durchziehen. Brötfahrer, sucht euch doch eine eigene Bank. Wieso denn? Wenn die Kohle hier auf der Straße rumliegt. Die Schnauze, du Witzfigur. Das ist kein Witz. Los, her mit der Kohle. Oder ich drück ab. Okay. Und keine Tricks. Okay, ich weiß, wenn ich verloren habe. Aber wenn ich euch Pinsel noch einmal erwische, ich serviere euch mit Ketchup und Pommes. Und dann könnt ihr nichts draufnehmen. Scheiß Italiener. Si pronto? Ah, du bist Lilly. Sorry, mich hat's irgendwie gerade umgehauen. Lilly, ich bitte dich, jetzt sei doch nicht sauer. Ich war nur kurz bei der Bank, ein bisschen Geld abholen und tja, jetzt aber nur noch Lire. Also hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wurschti con Krauti. Ah, du bist den. Wir machen den schönsten Chinese Takeaway der ganzen Stadt auf. Hey, alle werden uns um unseren Laden beneiden. Ja, mit Zitronengras und Kapern in Kokosmilchsoße? Ach, ein Gericht für die Spezialkarte. Klingt ja lecker. Wie wollen wir es nennen? Wie wär's denn mit Täubchen beißen ins Gras? Der schwarze Mann? Los, fahr die Pizzakiste raus, ich will endlich weg hier. Warte, na los, mach schon, die Bullen drücken an. Krieg den scheiß Schlüssel nicht ins Schloss. Ja, damit. Gefangen mit gehangen. Sag mal, kann diese Scheißkiste eigentlich nicht schneller fahren? Die Handbremse sieht schon. Oh Scheiße, kannst du beim ADAC anfangen? Auf Band bist du ja spezialisiert, aber nicht. Das ist schon längst durchgezogen, Mann. Seit einem Jahr fahre ich da rum. Weißt du was, es ist seit einem Jahr darauf, dass die einer zeigt, wie man mit Band überfällt. Nein, nicht das mit der Band. Meiner Verlobten. Du wolltest am Laden aufmachen. Was? Die hier? Die ist deine Frau? Ja. Die Shanghai-Lili? Kennst du sie? Natürlich kenn ich die. Nur ohne Klamotten. Ja, das ist es ja. Will sie da rausholen? Sie hat viel mehr Talente. Shanghai Surprise. Süß-saure Leckereien aus Fernost. Verstehe, da willst du deine Lili Puff aufmachen, was? Kein Puff, Mann. Chinese Takeaway. Das ist ja schlimmer als der Fluch der Pharaonen. Raus! Raus! Ich,
Jetzt hör mir mal ganz genau zu, du Drecksack. Hör genau zu. Jahrelang war ich ein ehrenhafter und erfolgreicher Besitzer einer Würstelbude. Weißt du überhaupt, was das heißt? Ich sag dir, was das heißt. Bratwürste, Schaschlik, Pommes, süß oder scharf, Mayo oder Ketchup heißt das. Gespräche unter Männern, das war eine heile Welt, verstehst du? Bis solche Typen aufgetaucht sind wie du. Solche Junkfood-Clowns, die mit ihren scheiß Pizzastuben und billigen Takeaways den Markt überschwemmt haben und mich zu dem gemacht haben, was ich jetzt bin. Zu einem Bankräuber. Jawohl, zu einem Bankräuber. Und jetzt verpiss dich. Und mach mich genau zum Mörder. Ach ja, das hätte ich ja fast vergessen. Siehst du das? Siehst du das? Ja. Kein Wunder, dass ich bankrott gemacht habe. Und jetzt schon die Spaghettis, Wursti, Concraudi versteuern. Das ist nicht zu fassen. Jetzt haben schon die Italiener keine Ehre mehr im Leibe. Schätze mal, du hast auf den falschen Hengst gesetzt, meine kleine Lotusblüte, was? Aber vielleicht willst du ja bei mir als Küchenfee anfangen, ne? Auf scharfe Sachen bist du doch spezialisiert, oder nicht? Ein lukratives Tauschgeschäft, Lilly. Purer Zufall. Der Mann gibt gerade seinen Laden auf und ich habe ihm von unserem Takeaway erzählt. Der war total begeistert. Und da habe ich ihn dazu gebracht, bei uns zu investieren. Saukerl! Halbe Schlosser? In Sojasauce? Mit Koriander garniert? Für 18,20 Mark? Achso, schon wieder ein neues Rezept. Das klingt richtig lecker. Wie wollen wir es nennen? Ei, Schangerei. Wie jetzt doch wissen müsst, dass ich mich noch mal linken will. Schau dir mal die Sauerei an! Auf eine Margarita gehören einfach keine Rosinen, oder? Boah, du reißt mir das Ohr ab, Mann! Ich kann dir alles erklären. Ich wollte das Geld nur ausleihen, ich hätte es dir doch zurückgezahlt. Ja, wenn ich wieder aus dem Nass raus bin, oder was? Such dir einen Sponsor woanders! Ich investiere doch mein Geld nicht dafür, dass deine Lilly in Zukunft mit einem Massagestaben kocht und rumrührt. Du guckst ja wie gerufen. Ja, schick, sag ich jetzt meine Meinung persönlich. Ey, Lilly weiß davon nicht. Jede ehrliche Currywurst schmeckt besser als dein Schlangenfraß, kapiert? Was? Wie bitte? Eine Unverschämtheit ist das. Und? Klang irgendwie chinesisch. Schätze, dein Patrone hat eben gefeuert. Patrone! Ragazzi, wenn ich diese Hunde erwische, ich mache eine Bolognese aus. Ja, Patron, Bolognese ist nicht so gut, diese mit Rindfleisch. Ochs, gib Gas, Massimo! Wir unterbrechen unser Programm für eine Durchsage. Nach dem Überfall auf das Bankhaus Kümmern und Söhne leitet die Polizei eine Großfahndung ein. Der Täter flüchtete vermutlich in einem grünen Lieferwagen. Er hat deine Unschuld behalten! Eigentlich muss ich dir dankbar sein. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Als Pizzafahrer wird mich keine Sau erkennen. Du Meister, jetzt trennen Sie unsere Wege. Willst du noch einen Abschiedskuss? Ja, dann nicht, dann nicht. Ich komme nicht gleich rein. Das ist von allein aufgegangen. Egal, fahr los. Du musst mir glauben. Passier mich nicht, fahr einfach los, fahr los. So, was ist los? Sind die Bullen mit dir hier oder? Schlimmer noch, schlimmer. Ein Haufen wild gewordener Italiener. Fuck, das ist der Patrone. Dein Ex-Patrone, hast du das vergessen? Spitze, du kannst dich doch nicht rumballern. Mein Freund Massimo wird bald Vater. Das wird garantiert auch nicht mehr wieder. Capso mio, Massimo. Wo hast du gelernt, fahre Auto? Von deiner Mama?
Mensch, seit ich dich kennengelernt habe, da steht die Welt Kopf. Ja, sag, was ich will, ich hab sie abgehängt. Was ich dir sagen wollte, ich bekomme eine kleine Bambino von Mio Amore. Die ist vermutlich uns niemand. Oh Mann, hättest du das mal besser nicht gesagt, verdammt nochmal. Butello di Tomai, Isabella ist meine Frau. Riccardo, Riccardo, tranquillo. Ich kann dir alles erklären. Oh, shit, was ist denn? Mach sofort das scheiß Handy aus! Oder es geht uns dermaßen an Kragen, Mann! Pronto! Ich komm nicht ran! Das ist Schlossplätzchen. Meine Freundin arbeitet in die Banca und nicht in die Cucina. Pronto! Na gut, va bene! Dann lebe ich! Das war gar nicht deine Telefono, Papo! Kommst du jetzt an dein Handy ran, oder was? Ich glaube jetzt schon, Mann. Fuck, die Nudel ist besser, komm, lass uns abhauen, Mann. Wir müssen untertauchen. Oh, Katze, sie haben sich die Luft aufgelost. Oh, maledetto, alles kaputt. Einzige, was noch steht, ist ein Pizzeria. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Mann, das ist ein Kanal hier und keine fucking Neonröhre, okay? Hast du noch Streichhölzer? Nee. Gut, dann gehen wir raus und ergeben uns. Quatsch, du bleibst hier, Mann. Hey, jetzt geht's los. Au! Au! Oh, oh, jetzt ist alles aus. Ach, Quatsch, Geld stinkt nicht. Komm, hilf mir mal einsammeln. Was? War nur Spaß, okay? Komm jetzt. Sag mal, bist du dir sicher, dass wir den richtigen Weg genommen haben? Klar, vertrau mir. Eigentlich könnten wir das Geld ja teilen. Ja, ja, ist eine ganz schöne Menge Kohle. Du könntest doch nur umsonst bei uns essen. Okay, du bekommst die Hälfte ab. Aber nur, wenn ich mir sicher bin, dass du mich nicht direkt zum Polizeipräsidium lotst, ja? Das glaube ich nicht. So viel Pech kann man doch gar nicht haben. Und dann ging alles Schlag auf Schlag. Mein Gott, diese brutalen Augen, die werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Die erkenne ich unter Tausenden wieder. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Hey, bleiben Sie sofort stehen! Ich glaube, ich pack's mal. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Nein, nicht stehen, der andere mit der Kappe. Ich glaube, sie meint dich. Da will man nicht länger stören, was? Ciao. Na, Sie haben ja vielleicht Nerven. Komm einfach hierher. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Sie müssen mich verwechseln. Nein, ich glaube nicht, dass ich Sie verwechsle. Wieso kommen Sie eigentlich aus dem Kanal? Ist doch egal. Hauptsache, meine Pizza ist nicht total kalt. Wie bitte? Ja, meine Margherita. Mit Rosinen. Da ich schwanger bin, stelle ich auch sowas. Das ist keine Margherita. Ne, das macht nichts. Heute nehme ich alles. Wissen Sie, vor einer Stunde ist nämlich unsere Bank überfallen worden. Da war was los, kann ich Ihnen sagen. Ich bin mit der Waffe bedroht worden. Und so ein Schock, der macht uns beiden so richtig Appetit. Lassen Sie doch los! Nein! Ist ja doch eine Margherita mit Rosinen. Du Zipfel! Also wirklich! Wenn Sie mit einem Ihren Kunden so reden, dann können Sie Ihren Laden bald zusperren! Ja, Lilly, ich bin's. Ich bin gleich bei dir. Ja. Wie bitte? Sie haben den Laden tatsächlich verkauft? Wie viel? Oh Mann, sind die blöd. Was sind das für Spinner? Was? Die Asiatin und ihr Verlobter. Aha. Und der Typ bringt die Kohle heute noch Cash vorbei, ja? Ich glaube, ich tritt ein Pferd. Was? Nein, ich habe nicht Sie gemeint. Ich wollte nur sagen, ich komme da gleich vorbei, ja? Was? Ja, das finde ich auch. Es ist ein Wunder. Und was für eins. Ja.